Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Ich bin für euch auf dem MWC unterwegs, hier am Stand von HTC. Und die haben uns hier ihr neues Smartphone gezeigt. Das ist das Desire 530. Und naja, ganz ehrlich, also es ist ein bisschen eine Enttäuschung, sich das Ding anzuschauen. Ich verstehe das schon, HTC hat derzeit andere Prioritäten. Die haben jetzt Healthbox mit Under Armour gegründet oder eine Kooperation eingegangen. Sie machen das Vive, die ja auch wirklich einiges hermacht und scheinen irgendwie den Smartphone-Bereich, ja eigentlich ihr Kerngeschäft, ein bisschen zu vernachlässigen. Aber schauen wir uns das Ding doch mal ein bisschen aus der Nähe an. Dann versteht ihr vielleicht ein bisschen, was ich meine. Das Ganze kommt zu einer UVP von 219 Euro in den Handel, also wird wahrscheinlich relativ bald unter 200 Euro kommen. Und wir schauen uns das erstmal von außen an. Es ist halt schon ein bisschen poppiges Plastikteil. Ja, es ist, das Ganze gibt auch noch in Grau ohne diese Sprengler hier drauf. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, auch wenn es vielleicht so ein bisschen komisch, ein bisschen schmutzig wirkt. Aber zumindest ist es, muss man es lassen, es sieht individuell aus. Hier oben die Knipse ist eine 8-Megapixel-Knipse mit einem Single-LED-Blitz. Wir haben da vorhin 2-3 Testbilder gemacht. Ja, geht so halbwegs, passt schon. Auf der Seite haben wir schön poppig-farbig abgesetzten On-Off-Taster und die Laut-Leise-Wippe, beide aus Plastik. Fühlen sich aber ganz okay an. Das, was man sich hier unten vielleicht fragt, ist das vielleicht ein Lautsprecher? Nee, das ist eigentlich nur eine Befestigungsmöglichkeit für zum Beispiel Schlaufen oder sonstigen Klimbim, den man da dranhängen kann. Wenn wir nach unten schauen, haben wir ganz klassisch Micro-USB und hier auf der linken Seite eine Klappe, wenn wir dahinter schauen. Das ist ein Single-SIM-Gerät hier auf dieser Seite für den deutschen Markt, auch wenn hier theoretisch noch Platz wäre. Das ist zugeklebt mit einer Plastik und hier kann man eine Micro-SD-Karte reinschieben und den 16 GB Speicher erweitern. Klingt ja alles bisher gar nicht so schlimm. Warum finde ich es denn so kacke? Naja, es ist halt, sagen wir mal, für 200 Euro kriegt man derzeit einfach mehr. Hier vorne das 5-Zoll-Display löst nämlich jetzt, sag mal, nur in HD auf und sieht jetzt ehrlich gesagt, also die Blickwinkel sind auch alles andere als gut. Also es wird irgendwie total schnell dunkel, wenn man hier so, sich so ein bisschen dreht. Hier drin kommt ein Snapdragon 210 zum Einsatz, also eigentlich auch absolute Einsteigerklasse mit mageren 1,5 GB RAM. Also wir sehen hier, das Ding sieht zwar jetzt so im Moment relativ so rum, sieht relativ flott aus, aber das, also von der Hardware kann das eigentlich jetzt nicht allzu viel bringen. Und wenn man hier vorne diese Öffnungen sieht, das sind keine Stereo-Lautsprecher, also kein richtiger Stereo-Boom-Sound, sondern nur das hier unten ist ein Lautsprecher-Mono-Sound. Und oben haben wir noch eine 5-Megapixel-Knipse. Also ich sag mal, wenn HTC es geschafft hätte, mit dem Gerät vielleicht schon vor 2 Jahren oder sowas auf den Markt zu kommen für den Preis, hätte ich gesagt, so, wow, was für ein geiles Gerät. Aber ganz ehrlich, es gibt mittlerweile auch, was wir hier auf der Messe schon gesehen haben, für 200 Euro so viel spannendere Geräte als das hier. Also ich befürchte, da muss ich HTC noch ein bisschen mehr einfallen lassen, um dann tatsächlich auf den Smartphone-Markt wieder richtig mitmischen zu können. Aber vielleicht ist das ja auch nur meine Meinung. Was haltet ihr denn von dem Gerät und von HTCs Smartphone-Strategie im Allgemeinen? Schreibt es mir doch unten in die Kommentare, würde mich schwer interessieren. Insofern bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und auf Wiedersehen, liebe Freunde.